all dieses magische Haustierspielzeug so plötzlich hergekommen? Morphe weiß nicht. Lass sie uns wegräumen. Und dann dieses Rätsel auflösen. Yeah! Aber wir sind nur zu zweit. Und es sind so viele Spielzeuge. Wow, zwei Morphe? Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Zu dem Spielzeug. Und den zwei Morphen. Das war Dabla. Seine magische Kraft ist, dass er so ziemlich alles verdoppeln kann. Ja! Wer ist das wohl? Guten Tag, Sir. Wir sind richtige, echte Pfadfinder. Und wir verkaufen Kekse. Die sehen toll aus. Ich glaube, ich nehme ein paar Kekse. Ja. Mila, Morphe, die Banditen haben Dabla gestohlen. Oh, wir müssen sie schnappen. Aber sie sind so weit weg. Wie können wir sie nur schnappen? Freirat! Nicht schnell genug. Morphe, verwandle dich in ein superschnelles Polizeiauto. Sicher in die Richtung. Huh, schau, Morphe. Sie sind da, hinter uns. Wie haben Sie das nur geschafft? Wir haben euch. Oh, oh. Dabla ist nicht bei Ihnen, Morphe. Raus damit. Wo ist Dabla? Dabla? Vielleicht ist er bei den Instrumentenbanditen oder den Federbanditen? So viele Banditen! Oder vielleicht ist er bei den Morphelbanditen. Morphe, verwandel dich in ein... Und wir sind die Pflasterbanditen. Ja. Morphe! Ein neues Banditenmobil kann die Kraft jedes magischen Haustiers nutzen, ohne dass wir ihre menschlichen Gefährten sein müssen. Und mit Dabla hier können wir uns selbst kopieren. Reda, wir wollen aber nicht die Radbanditen sein. Wir werden die Büroklammerbanditen sein. Ja. Wir, die Morphelbanditen, haben Morphel gestohlen. Toll. Wir verwandeln ihn in einen Bulldozer, dann stehlen wir ganz einfach die Reifen der Autos. Nein, verwandeln ihn in eine Pinzette, dann können wir einfacher Federn rufen. Du Dummkopf, selber Dummkopf. Ihr seid beide doof. So viele Morphels. Morphel, verwandle dich in einen Bulldozer. Morphel, verwandle dich in eine Pinzette. Morphel verwandelt sich einfach nicht. Natürlich nicht, weil wir sie noch nicht ins Banditenmobil gesteckt haben. Nur das nicht. Wenn du Dabla rausnimmst, sind wir wieder nur zu zweit. Wir entwischen. Morphel hat einen Plan? Was tun wir? Nein. Morphe hat nicht Plan. Freirat? Nein, nicht schnell genug. Morphe braucht eine Mila. Endlich! Jetzt brauche ich Morphe zurück. Mila, Mila, hilf Morphe! Mila, mach einen Plan. Hi, Morphe.
mal Streit. Wirklich? Dann denke ich, haben wir vielleicht doch eine Chance. Morphe 1, verwandle dich in einen T-Rex. Morphe 2, verwandle dich in einen Roboter. Morphe 3, verwandle dich in einen großen Fächer. Jetzt tut euch zusammen und blas die Federn weg. Oh nein! Morphe 4, verwandle dich in eine Rampe. Dabla Banditen, wir brauchen mehr Federn. Nein, wir brauchen mehr Räder. Doppelt so viele. Das ist eine blöde Idee. Du bist die blöde Idee. Nein, wir brauchen Räder. Federn! Ich nehme an, wir befreien jetzt Dabla. Das ist nicht, was wir jetzt tun sollten. Doch, das ist es. Morphe, verwandle dich in einen großen Roboter und schnapp sie. Was? Oh nein. Und dann waren da 4 Morphe und 4 Banditen und es war total aufregend. Wow, das klingt beängstigend. Nicht beängstigend, aber die Banditen konnten sich nicht einigen, aber wir schon. Und dann retteten wir Dabla. Und dann gab es wieder nur ein Morphe. 2 Morphe, 2 Umarmungen. Oh. Hey, Jon. Ja, Stein? Ich bin froh, dass du der Bandit warst, der von allen übrig geblieben ist. Oh, ich auch, Stein. Gute Nacht, Jon. Gute Nacht, Stein. Hey, süßer kleiner Freund. Es ist wirklich seltsam, aber eines Tages wirst du groß und beängstigend sein. Mit dieser Fernsteuerung, gestohlen von Professor Rashid, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Den allerbesten Tag im Zoo haben, Morphe. Ja! Lila, Morphe, die Banditen verwandeln alle Tiere in Giganten. Oh nein, wir müssen ihnen die Fernbedienung wegnehmen. Morphe, verwandle dich in einen Superhelden. Das war wohl nicht so schlau. Wir kommen zurück. Ja! Toll! Lass uns jetzt die anderen Tiere zurückverwandeln. Da ist der Pinguin. Toll! Da bist du ja, Löwe.
toll. Aber, oh nein, ihr seid ja so klein jetzt. Aber ihr seid immer noch tolle Tiere. Ah, da ist ein Krokodil in meinen Äpfeln. Oh nein, oh. Ein Hai. Du bekommst den Preis für... Lass uns unseren wunderschönen Garten bewässern, Barky. Warte mal, das ist gar kein Schlauch. Das ist eine Schlange! Wir sind die furchterregenden Tierbanditen. Wir stehlen furchterregende Tiere und setzen sie in der Stadt aus. Aber Stein, ich dachte, wir sind... Lass den Tiger frei! Wegen dieser furchterregenden Tiere bleibt jeder in der Stadt schön zu Hause. Und wir führen unseren eigentlichen Plan endlich durch. Ja, wir sind eigentlich die Obstbanditen. Täglich einen Apfel essen und du kannst den Arzt vergessen. Wenn wir alles Obst der Stadt essen, müssen wir nie wieder zum Arzt gehen. Oh, denn der Arzt ist echt furchterregend. Wir müssen sie stoppen. Verwandle dich in ein großes Krokodil. Ein großes, gefährliches Krokodil. Banditen, ihr müsst das ganze Obst gar nicht stehlen. Ich hatte auch Angst vorm Doktor, aber ich bin trotzdem hingegangen. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Denn wenn du etwas ganz oft machst, wirst du keine Angst mehr davor haben. Wirklich? Hallo, da sind sie ja. Bitte folgen Sie mir. Überhaupt nicht beängstigend, Stein. Brauchst du vielleicht Hilfe, Papa? Morphe kann sich in allerhand Werkzeug verwandeln. Das wäre großartig. Puh, diese Hütte zu bauen ist viel Arbeit. Morphe, verwandle dich in einen Hammer.
toll aus, Morphle. Wenn auch ein bisschen klein. Keine Sorge, wir machen sie größer. Richtig, Morphle? Okay, dann fange ich mal an, innen zu streichen. Ah, das ist perfekt. Zeit für eine kleine Pause. Wir brauchen noch ein Stockwerk, Morphle. So hat Papa gleich noch mehr Platz. Wir bauen eine Hütte. Das wird die beste Hütte überhaupt. Also, wenn ihr die allerbeste Hütte haben wollt, braucht ihr eine Rutsche. Und einen Balkon. Das stimmt. Ja, das ist jetzt die beste Hütte überhaupt. Irgendwie fehlt noch immer was. Was ist passiert? Papa, was hältst du von deiner neuen Hütte? Holt mich hier runter. Na klar. Wir haben vergessen, eine Leiter anzubauen. Keine Sorge, Papa. Wir kümmern uns. Morphle, lass uns noch mehr Holz holen. Nein, lasst mich nicht allein. Mila, Morphle, seid ihr noch da? Könntest dich doch auch in eine Spinne verwandeln.
her. Ach, verrückt. Wir sind die Lunchpaket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich habe kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Der Nächste, bitte. Hier abzuhauen, Jorn. Anfänger! Ja! Alle gerettet. Und mein Sandwich. Gute Neuigkeiten, Mila und Morphle. Ich habe gerade mit deinem Vater telefoniert und er wird schon in 2 Tagen zurückkommen. Aber wir vermissen Papa. Keine Sorge, er wird im Handumdrehen hier sein. Gute Nacht, Onkel Wilfred. Gute Nacht, Mila und Morphle. Schlaf gut, Onkel Wilfred. Wo ist mein Haus? Was ist hier los? Das ist nicht meine Straße. Ah, Mila, Morphle. Hier ist etwas Seltsames passiert. Ein paar dieser Häuser haben sich über Nacht bewegt. Kannst du und Morphle sie zurückbringen? Na sicher, Onkel Wilfred. Morphle, verwandle dich in einen Helikopter.
lass uns gleich ins Bett gehen. Schau dir das an, Morphe. Die Polizeistation ist lebendig. Darum sind also alle Häuser am falschen Platz. Schnell, Morphe. Verwandle dich in ein Flugzeug, damit wir ihm folgen können. Er wird nicht erfreut sein, wenn er aufwacht. Seid ihr noch so spät auf? Solltet ihr nicht im Bett sein? Wir sollten. Aber alle Häuser in der Stadt wandern umher wegen des grünen Rauchs. Oh je, wir haben diesen Trank für unser Haus gebraut. Wir wussten nicht, dass der Rauch so stark sein würde. Aber jetzt ist er fertig. Seht euch an, was er kann. Hallo allerseits. Wow! Hallo, Mr. House. Mr. House, könnten Sie unsere Freunde nach Hause bringen? Ich glaube, Sie hatten genug Aufregung für eine Nacht. Es ist mir ein Vergnügen. Bin ich verrückt? Oder bist du gerade noch herumgewandert? Papa, du bist zurück! Wir haben dich vermisst!
Ah, Mila, Morphel, wie schön, euch wiederzusehen. Aber was macht ihr noch auf so spät? Auweia. Also, wir gehen. Schlaft gut. Gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Mila, es sieht so aus, als hättest du genug Abenteuer gehabt, während ich weg war. Das hatten wir. Aber jetzt lass uns schnell ins Haus, damit es uns nicht mehr so sehr vermisst.